Hallöchen, meine Schön, schön, dass ihr da seid. So, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, geht es heute um Haarfarbe, ja. Ich habe mal wieder Lust gehabt, neue Haarfarbe auszutesten. Und zwar, wie ihr gesehen, ihr habt ja schon gesehen im Bild, ne, vorab, um welche Haarfarbe es geht. Es geht heute um die L'Oréal Paris Rose Gold 900 213 Melrose. Ist eine neue Haarfarbe sozusagen, ist intensiv, war das intensiv? Intensive Glanzfarbe, bis zu 8 Wochen Farbglanz. Dauerhafte Haarfarbe. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich die Haarfarbe aufgetragen habe, dann sehen wir uns jetzt gleich danach, wenn ich aufgehört habe zu reden. Genau. Die Haarfarbe kostet so um die 8 Euro. Die habe ich bei Rossmann gekauft. Genau. So, ich sag mal jetzt Film ab. Und ja, dann schauen wir mal, wie ich die Haarfarbe so aufgetragen habe. Genau. Thank you.
So, es ist das Filmchen ja durchgelaufen. Was sage ich dazu? Ja, ist ganz nett. Ne, ich muss mal gucken hier im Spiegel. Ich seh das nämlich nicht. Ist ganz nett. Ich hätte jetzt noch mal vielleicht die Ansätze färben sollen, weil ich hatte ja die dunklen Ansätze, wie ihr gesehen habt, im Filmchen am Anfang. Jetzt ist das natürlich, ist anders. Ne? Sind jetzt aber so rötlich geworden. Ist aufgehellt, ne? Keine Frage. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt, wenn ihr jetzt nicht komplett, also wenn ihr jetzt mit Ansatz haben möchtet, braucht ihr die natürlich nicht vorfärben. Ne? Es wird alles ein bisschen heller. Ist heller geworden, wie ihr sehen könnt. Aber enthält nicht die Farbe, wie es sein sollte. Ist klar. War ja eine andere Haarfarbe, ne? Also Haarton, sagen wir mal so, Haarton. So. Ist ganz okay, ne? Weil meine Ansätze wachsen auch so schnell raus. Also deswegen hätte das jetzt auch nicht viel gebracht. Hätte vielleicht ein bisschen gebracht, aber nicht so viel. Ich finde es nicht schlecht, das Ergebnis. Mit einer Packung bin ich ausgekommen. Ist klar, ist immer ein bisschen schwierig, alleine, ne, bei längeren Haaren das gleichmäßig zu verteilen. Ich hätte die Haare vielleicht ein bisschen anfeuchten sollen, ein bisschen feucht machen, dann zieht das Produkt besser in den Haaren ein, weil ich sehr trockene Haare habe. Habe ich auch gar nicht dran gedacht, die Haare ein bisschen anzufeuchten, dass die Haarfarbe ein bisschen besser in den Haaren einwirkt, ne? Weil ich ziemlich trockene Haare habe. Genau, wenn ihr auch dicke Haare habt, dann rate ich natürlich auch vorher, die Haare ein bisschen anzufeuchten. Ja. Aber es funktioniert, wie gesagt, man hätte jetzt auch noch zwei Packungen, aber eine Packung hat jetzt gereicht bei der Länge. Es hätte ein bisschen mehr sein können, aber wie gesagt, auch alleine ist auch immer ein bisschen schwierig, das selber zu machen. Genau. Wie gesagt, ist jetzt kein großer Unterschied, ne? Ist jetzt, wie gesagt, ist gut getroffen. Hier, das auch hier unten bei den verschiedenen Blondtönen ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied zu erkennen, finde ich auf jeden Fall. Ne, ist eigentlich immer so ziemlich gleich. Ja, genau. Ja, wie gesagt, wenn euch das kleine Filmchen gefallen hat, würde ich mich natürlich um Däumchen nach oben freuen. Genau, und natürlich ein Abo dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Ja, unterm i findet ihr weitere Videos von mir. Genau. So, ich bin jetzt auch schon wieder weg. Ihr wisst ja, bei mir ist es ein bisschen stressig im Moment. Ne? Ich habe heute mal die Zeit genutzt auf meinen freien Tag und bin extra früh aufgestanden, um ein paar Videos für euch zu drehen. Genau. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt verabschieden. Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben. Dann passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, Tschüssikowski, bye, adieu, adios, schön mit Ö, tschüss, bye.